Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Und ich wundere mich, dass dieses Unter dem Meer, diese Unter dem Meer Version nicht gestrikt wurde. Naja, jedenfalls habe ich jetzt endlich den Kommentar von Osuma lesen können. Moment, was war das jetzt nochmal? Achso, wegen dieser Magnetkraft da, dieses Manegra. Ja, das habe ich schon lange. Das war die erste und ich habe schon die höchste Weiterform. Außerdem habe ich, wie ihr seht, gelevelt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Auf jeden Fall habe ich Sachen angesammelt. Da, ich habe ein paar High Potions, ein paar andere Sachen. Hiervon habe ich, glaube ich, ein paar verwendet. Außerdem habe ich Kraftbolzen bekommen, Magiesphäre, Schutzengel. Hier ein paar dieser Kristalle. Weil ich dachte mir, ich muss das sowieso wahrscheinlich farmen für 100%. Also kann ich es auch jetzt machen. Außerdem habe ich endlich, vielleicht für Osumas, zu Osumas Freude, habe ich, wo ist es? Da, Dickschädel gelernt. Ja, man behält ein HP, auch wenn ein fataler Schaden durch einen Kombo zugefügt wurde. Ja, da hat Osuma ja gemeint, das hast du ja noch nicht. Aber jetzt habe ich's. Und außerdem noch was. Moment. Ne, wo war denn das jetzt? Status, genau. Ich habe die Heldenform ein bisschen genutzt. Ich habe die Waisenform ein bisschen genutzt. Ich habe die Meisterform ein bisschen genutzt. Irgendwas wurde auch gelevelt. Ich glaube, die Meisterform. Nur jetzt besteht auch die Gefahr, dass ich Schatten-Sora werde. Oder besser gesagt, die Gefahr ist jetzt größer. Kosmos-Glücksbringer. Erhöht die Angriffskraft und Magiekraft merklich und erhöht die Maximum AP außerordentlich. Und Karte. Eigeskette. Kosmischer Gurt. Ist das eines dieser Dinger? Zieht Kugeln? Ja, genau. Zwanghaft. Ich nehme das. Das andere habe ich eh nur zum Farmen verwendet. Oh, High Potions, das Elixiere, alles. So, Donald, behalte dich lieber nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hiernach noch in die Ariel-Welt gehen soll oder gleich diese eine Tür da. Ich glaube, ich werde nochmal in der Ariel-Welt vorbeischauen, weil ich glaube zwar nicht, dass es hinter der Tür dann weitergeht. Hier muss ich lang, oder? Weil ich vertraue der Osuma jetzt einfach mal, aber Osuma werde ich wahrscheinlich dann beim Endkampf hier. Wobei, ich kann beim Endkampf nicht dabei haben, oder? Mach du dich darauf gefasst, von mir gelöscht zu werden. So, besiege Sarg, verteidige dich und konzentriere dann und kontere dann mit Gegenangriffen. Okay, ja, was ich sagen wollte, dass ich ihn vielleicht beim Endkampf nicht dabei haben könnte. Weil ich nehme mal stark an, dass da wieder die Intro-Musik vorkommt und die darf ich ja nicht. Ja. Und das ist kommt dann. Aua, zu früh. Oh, zu spät. Oh, Moment. Mach was. Oh, in den Rücken. Schieß doch. Ja, ich hab gedrückt.
hab gedrückt, wirklich. Ah, jetzt. Ja. Okay. Ich weiß in etwa, wie er funktioniert, aber es klappt nicht immer, weil ich mit dem Rücken zu ihm stehe. Warum sollte ich aufgeben? Jetzt schießt er mit zwei Diskus. Ja, jetzt! Ach komm, das bisschen. Aua. Okay, ich sollte trotzdem mal heilen. Der war schwach. Ja, ich bin ja auch schon overlevelt. Du bist sehr beharrlich, Tron. Und ich bin besser als du. Wir wären ein großartiges Team gewesen. Und jetzt zu dir, MCP. Das Ding ist der MCP? Ja, Äußerlichkeiten bedeuten ihm nicht viel. Tron, verstehst du denn nicht? Wir brauchen keine User. Wir haben uns weiterentwickelt. Sie sind überflüssig. Werde ein Teil von mir, dann kontrollieren wir zusammen die Welt. MCP, du bist hier derjenige, der nicht versteht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber die Musik mag ich. Okay, auf die Haxen. Oh, er geht in die Knie. Oh ja. Auf seine Händel haxen. Aua. Hau ihm ins Gesicht! Hallo. Ich sehe nicht, wo du hinschlägst, auf die Nase. So, er geht wieder in die Knie. Aber das war es immer noch nicht, oder? Ich kann mich vorstellen, dass das schon war. Okay, scheint so, als ob das Vieh hier nicht der Hauptboss ist, sondern dass es nur irgendwas ablenken soll. Von irgendwas ablenken soll, meine ich. Ja, das war gut. Gut, das eine Bein ist weg. Wenn man bedenkt, wie lange der... Ah!
Ah, jetzt! Jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Warum geht das nicht? So, fürs. Oh. Schön, wenn ich erstmal wie blöd rumdrücke. Na gut, dann werde ich. Moment, ich brauche Trons Hilfe. Wo ist Tron überhaupt? Er ist auf jeden Fall nicht hier. Ist aber blöd, wenn ich jetzt diese Teambelegung habe. So, zu löschen auf dem MCP ein. Ja, ich hab Tron nicht dabei, das ist doof. Vielleicht finde ich Tron irgendwo. Weißt du, dass ich verliere jetzt nur, weil Tron nicht dabei ist? Das ist ja scheiße. Oh Mann, das mag ich jetzt überhaupt nicht. Ich muss alle Wände zerstören. Ja, Trons Hilfe, aber der ist nirgendwo. Der Typ, der kann mich jetzt erstmal. Kümmere mich jetzt um die Wände hier. Oh ne, der hat alles wieder repariert. Ich könnte den Drive-Modus einsetzen, aber das bringt mir gar nichts. Warum kann ich nicht rufen und dann Tron rufen? Toll, jetzt kann ich sterben, nur weil ich Tron nicht im Team habe. Kill mich. Das ist bescheuert. Das mag ich überhaupt nicht. Bring mich um. Hallo, sollst du mich umbringen? Warum macht er nichts? Ja, jetzt kannst du auf einmal nichts mehr.
Endlich, danke. Sie jetzt mal da reinrennen, oder wie? Vielleicht werde ich zum schwarzen Vieh. Nee. Überhaupt nicht übertrieben. Kann ich das nicht irgendwie beenden? Ich würde jetzt die PS2 ausmachen, aber... Finde ich blöd. Ja, und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einen Schnitt machen und wir sehen uns dann wieder im Kampf? Ich würde ja jetzt die PS2 ausmachen, aber ich weiß nicht, ob der Speicherstand dann immer noch da ist. Bring mich um! Mach doch was! Ich wette, Donald heilt mich auch gleich. Ah, der Bosskampf ist scheiße. Wenn sich herausstellt, dass ich hierfür jetzt nicht Tron brauche, dann ist es noch beschissener. Die können wir ja gar nichts anhaben. Mehr hast du nicht drauf. Warum machst du das nicht die ganze Zeit? Das wäre so einfach. Ja? Danke. Oh nein, dieser scheiß Donald. Wisst ihr was? Ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn ich das mit Tron mache. Moment. So, nachdem ich eine Stunde vergeblich versucht habe, mich umzubringen gegen diesen Boss, habe ich die PS2 doch lieber ausgemacht, weil dieser kleine Pisser, der hat mich die ganze Zeit wieder geheilt, obwohl ich sterben wollte. Ich hoffe, der Speicherstand ist jetzt noch da. Danke. Also lädt Spieldaten. Ich habe löscht Spieldaten gelesen, ja. Gut, dann hätte ich mir den ganzen Dreck auch sparen können. Boah, was für ein bekackter Bosskampf. Weil ich Tron mit dabei brauche. Ja, verpiss dich, Donald. Jetzt deutlich schlechtere Laune wegen diesem schlecht programmierten Bosskampf.
Ja, den ganzen Blödsinn will ich nicht nochmal sehen. Das wollte ich nicht. Egal. Besser als das, was Donald fabriziert hat. Ja, das ganze Geld. Oh, schade, ihm. Stimmt ja. Ich will ja die ganze Zeit irgendwie, ja, das Dreieck nutzen. Los, verpiss dich. Ja! Oh, greif ihn doch an. Nix der Datenübertragung. Ach, das bisschen da. So ins Gesicht. So, und wenn das jetzt immer noch nicht funktioniert, obwohl ich jetzt Tron dabei habe, dann ziehe ich den Grab aus dem PC. Nee, mache ich nicht, weil das ist nicht gut. Guck nicht so doof. Gleich hast du nichts mehr zu lachen. So, der Boss war scheiß einfach. Weil der kann irgendwie nichts. Der kann mich nicht mal töten. Das ist ja das Traurige an der ganzen Sache. Ja, nicht mehr lange. Ja, jetzt trifft er mich. So. Aua. Ja, jetzt macht das, die blöde Sau. Ich brauche ihn tatsächlich. Mann, ist das lame. Ist das lame. Okay, der Bosskampf hat bei mir jetzt einen ganzen Haufen Sympathiepunkte verloren. Dafür, dass ich zwingend Tron dabei haben muss. Jetzt wird Osoma wahrscheinlich wieder irgendeinen Kommentar dazu abgeben, aber egal. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht gut. Das ist quasi ein Boss, wo ich keine Meisterform einsetzen darf. Ich meine, gut, die brauche ich sowieso nicht, aber trotzdem. Ein Lebenspunkt. Na egal. Auf die Ferse. Ferse. Also, was hat da jetzt so lange gedauert? So. Einfach nur ein Button-Smashing-Boss. Ja. Nochmal. Was für ein Easy-Boss. Mehr hast du nicht drauf. Du bist ein Hightech-Computerprogramm und kannst nichts. So. Ja, hör auf mit dem Blödsinn.
etwa die halbe Lebensleiste kriege ich weg mit einem Run. Und bedeutende Loser habe ich schon verstanden. Es ist mehr ein User, nicht drauf, geht mir schon langsam auf den Sack. Wenn man das eine Stunde lang hört, dann hat man so schlechte Laune. Nix da. Ich eliminiere dich. So, einmal muss ich den Blödsinn noch überstehen. Mehr hat dein Kumpel hier nicht drauf. Ja, lass den Blödsinn. Was ist jetzt? Was war das? Das Spiel hing sich gerade auf. Nein! Oh, geht noch. Vielleicht geht's sich aus. Tschüss, verkackter Bosskampf. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Scheint einfach, aber blöd designt. Geschafft! Aha, du kannst dich ja auch richtig freuen. Das habe ich von euch gelernt. Als Programm hat meine Emotionalität aber Grenzen. Kein Problem, ich optimiere deinen Code, wenn ich wieder in der Userwelt bin. Du? Das lass bitte lieber bleiben. Wie seht ihr das? Ein tanzender und singender Tron. Das wär's doch. Okay, wenn ihr meint, aber bevor ich abstürze. Sora, Donald, Goofy und allen Usern da draußen, vielen Dank. Ihr habt mir wirklich geholfen. Ihr habt mich um so vieles stärker gemacht. Ihr habt mir gezeigt, was Freundschaft ist und was sie bewegen kann. Das vergesse ich euch nie. Als ich euch traf, wusste ich sofort, wir würden gemeinsam das System vom MCP befreien. Machen User es nicht so, wenn sie Abschied nehmen und traurig sind? Schon, aber ich mach's zum ersten Mal. Ja, Tron, aber es ist gleichzeitig ein Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen. Verstehe. Also dann... Ich verspreche es. Wohin willst du? Tron!
Die Stadt kehrt langsam zur Normalität zurück. Die einzigen noch übrigen Herzlosen sind die üblichen Verdächtigen. Und es sind weniger als zuvor. Jetzt brauchen wir nur noch die drei Heil zurück. Da seid ihr ja! Willkommen zurück! Wie sieht's hier aus? Bestens! Und keine Spur vom MCP. Es ist alles wieder wie vorher. Wir haben's geschafft. Was soll denn das lange Gesicht? Stimmt was nicht? Vorsicht, plötzlich verschwunden! Dabei hat er uns versprochen, wir sehen ihn wieder. Was passiert da? Seid gegrüßt, Freunde. Das System ist wieder bereit für User-Eingaben. Tron! Wir bleiben in Kontakt. Ja! Dir geht's auch so gut! Hey, hör auf damit, das kitzelt! Tron ist kitzelig? Und wie ist das? Bitte da aufhören! Ich glaube, Tron hat etwas zu viel Zeit mit den Dreien verbracht. Wartet, kurze Auszeit. Ich will euch allen zum Dank etwas zeigen, das ich in den Systemarchiven gefunden habe. Wie die Stadt aussah, als sie errichtet wurde. Ja, richtig. So sah sie mal aus. Ganz wie in alten Zeiten. Ich wüsste zu gern, wann sie dieser Stadt einen so grauenvollen Namen wie Hollow Bestien gegeben haben. Früher hatte diese Stadt einen anderen Namen. Ja? Radiant Garden. Okay, die Stadt ist umbenannt worden in Radiant Garden. Ich stelle mich jetzt nochmal vor die Atlantica-Welt. Dann beende ich den Part. Ich muss es sowieso zusammenfügen, weil es sind jetzt zwei Einzelparts. Ja, schöne Cutscene danach, schöne Szene danach. Ja, der Bosskampf war so beschissen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde das scheiße, wenn man Bosskämpfe bestreitet, wo man zwingend andere Leute braucht. Naja, egal. Ich würde sagen, das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!